Mahlzeit. Im Wochenrückblick von motorradonline.de haben wir diese Woche das für euch und das wird gut. Zum ersten Thema Lärmblitzer. Ich weiß, es ist ein Reizthema. Immer mehr Städte in Europa und auch der US-Stadt Kalifornien wollen diese sogenannten Lärmblitzer oder Lärmkameras testen oder sind sie schon am Testen. In Paris, London und Barcelona werden diese entsprechenden Systeme schon getestet und da wird quasi der Verkehr per Mikros überwacht und zu laute Fahrzeuge, was auch immer zu laut im Kontext Fahrzeugcode bedeutet, erkannt und dann quasi von der Kamera geblitzt. Und dann gibt es ein Ticket. Paris will quasi ab Herbst dann schon 135 Euro Strafe für zu laute Fahrzeuge aussprechen. Was allerdings zu laut bedeutet, das muss noch definiert werden und das wird noch ein bisschen knifflig. Weniger fahren heißt dementsprechend weniger geblitzt werden. So ja, ist die traurige Gewissheit, dass die Deutschen immer weniger Motorrad fahren. Denn 2020, das KBA hat die Statistik rausgelassen, sind pro zugelassenem Motorrad nur noch im Jahr 2172 Kilometer zurückgelegt worden. Ein sehr, ja, schon sehr lang anhaltender Trend. Es wird immer weniger Motorrad gefahren. Ich persönlich habe meine Jahresdurchschnittsleistung schon im Februar vollgemacht. Das mag vielleicht aber auch jobbedingt sein. Interessant war diese Woche auch die maximal ausgestattete neue Ducati DZX, die, wenn man alle Pakete und noch so ein bisschen Shishi dazu macht, mal eben von 16.000 auf 27.000 Euro in der Preisliste springt. Aber dann hast du den Zusatztank drin und auch schon das große Gepäcksystem an Bord. Trotzdem, das ist schon richtig viel Kohle. Wer alles über große, also diese großen Luxusroller wissen will, sollten mal der Frau Demisevic und dem Herrn Meier zuhören und auch zusehen, denn die haben zusammengetragen, was es derzeit über diese großen Roller zu wissen gibt. Und da dürfen auch mal gerne Motorradfahrer reinschauen. Sagenhafte 282% Rendite brachte gerade beim Silverstone Auctions eine Honda VFR 750R von 1990. Umgerechnet 77.000 Euro hat der neue Eigner sich die RC30 mit nur 2 Kilometer auf der Uhr kosten lassen. Inflationsbereinigt hatte die Honda 1990 nämlich nur knapp 27.000 Euro gekostet. Das ist mal eine gute Rendite. Leider fährt das Motorrad höchstwahrscheinlich nie mehr. Das war der Wochenrückblick von motorradonline.de und mit Blick auf die Durchschnittskilometer von letztem Jahr bzw. von 2020 ab auf den Bock und ein bisschen Gas geben. Bis dann, ciao.